Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal Selbstversorgung alter Pfad. Ich habe verschiedene Anfragen gekriegt, wie groß die Kaninchenställe sein müssen. Für diese Mindestgröße, die vorgeschrieben ist, das werde ich in diesem Video beantworten. Und ich zeige euch nochmal, weil auch da Fragen zugekommen sind, mein Kaninchentrack. Ich hatte dann ein Video darüber gemacht, wie ich den gebaut habe. Da müsst ihr mal in die Playlist gucken. Kaninchenzucht für Selbstversorger. Da steht drin, wie ich dieses Ding gebaut habe. Allerdings werde ich in diesem Video auf die Fehler hinweisen, die ich gemacht habe, als ich diesen Kaninchentrack gebaut habe. Das seht ihr alles nach dem Intro. Erstens gehen wir mal auf die Maße von den Kaninchenställen ein. Der ZDRK, der hat da verschiedene Maße rausgegeben, was die Mindestgröße für diese verschiedenen Rassen halt sein muss. Und da fangen wir mal mit den großen Rassen an, also deutsche Riesen, deutsche Widder, Riesenschecken, Großsilber und so weiter. Also die sollten ein Mindestmaß haben von 1,10 Meter breit, 80 cm tief und 70 cm hoch. Das sind die Mindestmaße, das sage ich immer wieder. Man darf die gerne größer bauen, da wird sich kein Tier darüber beschweren, wenn die größer sind. So mittelgroße Rassen, wie zum Beispiel blaue Wiener, so wie wir die hier unten haben, oder weiße Wiener, sucht euch irgendwas aus, es gibt so viele. Rote Neuseeländer, weiße Neuseeländer, Kalifornier und so. Die Tiere müssen also ein Mindestmaß haben von 85 x 80 cm und der Stall sollte 60 cm hoch sein. Ich schaue zwischendurch nach unten, weil ich mir das aufgeschrieben habe, weil ich hier partout nichts verkehrt sagen möchte. Dann kleine Rassen wie die Sachsengoldkaninchen zum Beispiel oder Lohkaninchen, Kleinsilber, Havanna und wie sie nicht alle heißen, die haben eine Mindestgröße für den Stall von 70 x 75 cm und der Stall muss auch 60 cm hoch sein, damit die sich nach oben strecken können. Bei Zwergkaninchen über 1,5 Kilo muss der Stall 65 cm x 70 cm sein in der Grundfläche und 50 cm hoch. Und bei allen Kaninchen, also bei allen Zwergkaninchen, die weniger im Endgewicht haben als 1,5 Kilo, kann der Stall 60 x 60 groß sein und 50 cm hoch. Bei neuen Ställen, die man baut, sollte man eine erhöhte Liegefläche schaffen, die je nach Rasse so bemessen ist, dass sie sich bequem da oben drauf hinlegen können. Wir werden das hier demnächst sowieso in Angriff nehmen, wobei ich sagen muss, dass ich nicht weiß, ob das für die blauen Wiener so hinhaut, weil die haben ja doch schon einiges an Gewicht, aber wir werden schauen. Es ist natürlich klar, dass in diesem Stall keine spitzen Gegenstände vorstechen, so wie irgendwelche Schrauben, die von außen durchgucken oder Draht kaputt. Die müssen vor Wind und Regen vernünftig geschützt sein, sodass es da nicht ständig reinregnet und nicht ständig Durchzug herrscht. Ja, das ist zu den Kaninchenställen eigentlich erstmal alles. Ich werde mal zusehen, dass ich euch die Maße nochmal hier irgendwie einblende. Also die kleinsten Ställe, die wir hier haben, sind 80 x 80 und sind ungefähr 55 cm hoch. Da gilt es noch per Beschluss und Gesetz, dass alte Ställe 10% kleiner sein dürfen. Das wäre jetzt in der Grundfläche für die Sachsengold nicht so. Aber natürlich in der Höhe, da fehlt 5 cm. Das gebe ich zu bei den alten Ställen, die wir haben. Da sitzen im Moment aber auch nur 4 Tiere drin. Das ist die unfreundliche Sachsengolddame, die in so einem Stall sitzt. Der letzte Spaltpenis, der Punk mit dem weißen Kopf und eine Häsin von den Sachsengold, die hier oben gesessen haben. Ansonsten haben unsere Ställe alle eine Mindestfläche von 70 cm mal 1 Meter. Und das sind die kleinsten hier, das sind die hier
und die zwei draußen, wo die blauen Wiederrammler drin sitzen. Da habe ich den 2-Meter-Stall in der Mitte getrennt, weil ich die jetzt trennen musste und hatte keinen Stall mehr über. Und ich wollte so einen blauen Wiener nicht in so einen 80x80-Stall reinsetzen. Die Mindestgröße, die wir hier ansonsten haben, außer diese 4 Boxen, sind 70x1 Meter und 60 hoch, so wie diese Stelle da. Da sind dann aber auch noch hier nebenan die Stelle. Der hintere Stall, der ist 10 cm länger, also der ist 70x1,10. Ja, die, die den Kanal schon häufiger gesehen haben, die wissen ja, dass wir eigentlich die Zwischenwände weg haben, wenn die Häsin Junge hat, sodass sie 2 Meter x 70 haben. Ich habe letztes Jahr einen Kaninchentrack gebaut. Das könnt ihr euch dann gerne mal angucken. In einem Video, ich baue einen Kaninchentrack oder so ähnlich heißt er. Der müsste in der Playlist sein, Kaninchenzucht für Selbstversorger. Ich werde euch den am Ende, wenn ich das hinkriege und nicht zu dullig dafür bin, verlinken. Aber an diesem Kaninchentrack habe ich so 2, 3 unüberlegte Fehler gemacht. So, da ist das gute Stück. Ich habe folgende Fehler gemacht. In Ermangelung von Verstand, als ich den gebaut bzw. als ich das Holz zugesägt habe, habe ich den 1,15 Meter breit gemacht, weil ich kein Holz verschenken wollte. Die Bretter waren also 2,30 Meter und ich habe gedacht, oh prima, dann kannst du die in der Mitte durchsägen, dann hast du keinen Verschnitt. Ja, super. Das Dumme daran ist nur, dass ich einen Drahtboden da reingemacht habe. Ein Hühnerdrahtboden, damit sich die Kaninchen nicht rausbuddeln können. Und die sind in der Regel 1 Meter breit. Das heißt, um unter 1,15 Meter irgendwas drunter zu kriegen, muss man den arg strecken bzw. ziehen oder man muss sich irgendwas einfallen lassen. Das war auf jeden Fall zu klein. Ja, und das war meine eigene Blödheit, dass ich da nicht drüber nachgedacht habe. Da ist ja jetzt leider Folie drüber, damit das da nicht nass wird. Aber man sieht, hier hört das Drahtgeflecht auf und bis hierhin geht der Stall. Das ist auf der Seite so und das ist auf der Seite auch so. Das Drahtgeflecht geht bis dahin und bis dahin geht der Stall. Also ihr seht, da sind die fehlenden 15 cm. Ich hätte einfach nur ein paar Dachlatten nehmen können und hätte den Deckel machen können. Aber schade drum, ich musste gute Bretter nehmen auf beiden Seiten, weil er sonst nicht gepasst hätte. Also das war echt dämlich. Naja, ich habe da natürlich vernünftige Scharniere dran gemacht, dass ich den aufklappen kann, diesen ganzen Deckel. Die Höhe von dem Kaninchentrack sind ungefähr 70 cm. Das Problem dabei ist, ich kriege Maschendraht entweder in 75 cm Höhe oder in 1 Meter. Ich hatte den Maschendraht nur in 1 Meter breit. Heißt, ich habe oben 30 cm abgeschnitten, die man prinzipiell für nichts gebrauchen kann. Also beim nächsten Mal würde ich mir den Maschendraht bestellen mit 75 cm Höhe, dann brauche ich den nicht zuschneiden. Dann mache ich den ganzen Kasten 5 cm höher. Das tut dem Ganzen keinen Abbruch, ist aber für mich einfacher zu bauen und für euch wahrscheinlich auch. So, ansonsten, ja, das Übliche. Da unten ist eine Gewindestange, die ist auf der anderen Seite auch. Und hier habe ich einen Deckel, den ich öffnen kann. Hier ist der geschützte Kaninchenstall drin, aber der ist vorne offen und die können natürlich Tag und Nacht raus. Auch da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe die Klappe für den Auslauf, die ich hochmachen kann, irgendwie so gemacht, dass man hier eine Lücke hat. Ich kann die jetzt natürlich nicht zusammen machen, die beiden Klappen, weil dann müsste ich immer alles aufklappen, wenn ich irgendwo an einer Seite dran will, das ist schon klar. Aber irgendwie war das jetzt nicht gut geplant. Ich denke, hier müsste man, ich habe da eine LKW-Plane drüber getan, die müsste man deutlich länger machen, dass die so bis hier hingeht ungefähr. Und dann hätte man wahrscheinlich auch keine Sorge, dass es von oben durchregnet oder dass da irgendein Vieh reinkommt, wie Marder oder so. Ich lege dafür immer diese Blechplatte jetzt oben drauf. Ja, dann ist das zu, aber die Bombenlösung ist das auch nicht. Es ist halt immer mehr Arbeit, die Blechplatte runterzunehmen. Also erst den Stein runternehmen, dann die Blechplatte runternehmen, dann alles zu machen, die Blechplatte wieder drauflegen, den Stein wieder drauflegen. Hätte man sich schenken können. Da ist mir aber noch keine vernünftige Idee gekommen, außer dass ich halt einfach die LKW-Plane ein bisschen weitermache.
Aber ich weiß noch nicht, ob das so das Intelligenteste ist. Ich könnte auch kein Brett oben drüber machen, weil dann kann ich den Stahl nicht mehr aufklappen. Der geht hier nach so auf und der Auslauf geht so auf. Naja, ansonsten sieht das hier so aus, dass die da echt Spaß drin haben. Da ist die Rampe. Die Rampe habe ich mit einem Winkel da unten festgemacht, sodass ich, wenn ich den weiterziehe, weil ja alles verdreckt ist, und ich den an eine andere Stelle stelle, die Klappe nicht auf den Boden schleift. Ich habe eine alte Wurfkiste da reingestellt, da können die noch ein bisschen drauf rumklettern und können sich mal verstecken. Aber eigentlich ist das schon ganz toll. Ja, mein Sohn und ich haben beschlossen, dass wir dieses Jahr also mehr davon bauen. Und wir möchten so viel wie möglich Kaninchen, das habe ich ja letztes Jahr schon angedeutet, in so einen Kaninchentrag haben. Der dann allerdings nur 1 Meter breit ist. So, da unten sieht man vielleicht den Draht auf dem Boden. Das ist also grober Maschendraht. Einfach damit die sich nicht rausbuddeln können. Und ein alter Kaninchenzüchter von früher hat immer gesagt, wichtig ist nicht, dass die Tiere nicht rauskommen, sondern dass von außen keine Tiere reinkommen. Na, wer schon mal so einen Fuchsangriff im Kaninchenauslauf gehabt hat, der weiß, wovon er geredet hat. So, und das ist das Gehampel, was ich meine. Das hätte ich einfacher haben können. Ach ja, genau. Ihr habt ja die Gewindestangen da unten gesehen. Und dafür habe ich halt passend dann solche Räder. Ich denke mal, die passen auf eine Sackkarre. Da ist der Durchmesser richtig, da müsst ihr darauf aufpassen, wenn ihr das so nachbaut, dass die Gewindestange da wirklich durchpasst. Und ich habe jetzt auch an diesem Auslauf hier, der ist ja für Masthähnchen, da wollen auch nächste Woche, spätestens übernächste Woche wieder welche rein. Da habe ich natürlich auch die Gewindestange auf einer Seite, dass ich den immer weiterziehen kann. So, das erstmal dazu. Und wir werden natürlich die Kaninchentracks als Auslauf für Einzeltiere nicht ganz so lang machen. Da werden die wahrscheinlich 2 Meter mal 1 Meter und 75 hoch. Und der hier ist ja ungefähr, der war 2,50 Meter. Naja, es geht um die Maße, wenn ich im Baumarkt diese unfassbar günstigen Dachlatten im Moment kaufe. Die sind ja 2 Meter, brauche ich nicht sägen. Also wenigstens nicht oben und unten. Und ja, so werden wir das so machen. Dann bin ich noch gefragt worden, wie das aussieht mit Markstammkohl. Das klappt irgendwie nicht vernünftig mit dem Aussehen. Ich hatte das vor, auch anzubauen dieses Jahr. Allerdings muss ich leider sagen, das ist auch für mich das erste Mal, dass ich Markstammkohl selber anbaue. Ich habe den sonst immer von einem befreundeten älteren Kaninchenzüchter bekommen. Der hatte quasi schon ein Feld, das war ein ehemaliger Landwirt, und der hatte dann Markstammkohl für seine Kaninchen angebaut. Und da konnte ich mich also immer bedienen, so im Tausch für mal ein Glas Honig oder so, oder dass ich ihm mal geholfen habe. Ja, der ist leider gestorben, also klappt das so nicht mehr. Dieses Jahr muss ich dann meinen Markstammkohl selbst anbauen. Das hat aber noch, glaube ich, ein bisschen Zeit, weil ich brauche den ja für den Winter. Also warum sollte man den früh anbauen? Ich meine, auf dieser Packung zum Aussehen steht auch irgendwie, dass der erst im Mai ausgesät wird. Jeder, der noch zusätzlichen Garten hat, weiß, wie viel Arbeit im Moment anfällt. Wir werden noch den Garten umgraben müssen mit unserer Motorhacke und da alles hinmachen vernünftig. Und wir haben noch einen großen Auslauf, der 4 Meter mal 2 Meter und 2 Meter hoch ist. Der sollte eigentlich für die Hühner sein, habe ich ja schon mal erzählt. Der muss jetzt auch noch in den nächsten 14 Tagen irgendwie aufgebaut werden, weil dann da auch noch zusätzlichen Kaninchen reinbauen wollen. Ich denke mal, hier unsere blaue Wiener Dame, die kann einen größeren Stall bestimmt gut gebrauchen. Also das erstmal dazu. So viel war das ja diese Woche nicht. Aber wie gesagt, im Moment ist viel zu tun. Und mir war es wichtig, einfach auf eure Fragen zu antworten bezüglich der Stallgröße. So, und bevor wir jetzt zum Ende kommen, wünsche ich euch noch mal einen schönen 1. Mai. Einen schönen Tanz in den Mai, eine schöne Walpurgisnacht
Und für diejenigen, die etwas weiter weg wohnen, zum Beispiel in Britannien, ein schönes Beltane-Fest. Ja, da können sich die verschiedenen Religionen gerne was aussuchen, wo sie sich zugehörig fühlen. So, und dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Daumen nach oben, Abo dalassen, Glocke drücken oder auch nicht. Dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Und wie üblich kann ich am Ende nur sagen, tschüss, sagt euer Dietmar vom Kanal Selbstversorgung, alter Pfad.